Am Ende wurde der Druck auf Wolfgang Niersbach zu groß. Die ungeklärten Vorgänge rund um die Vergabe der WM 2006, die Gerüchte um Bestechung und eine schwarze Kasse. Das alles war zu viel. Nach nur gut 3,5 Jahren zog der 64-Jährige die Konsequenzen, übernahm die politische Verantwortung für die Ereignisse rund um die Heim-WM und trat als DFB-Präsident zurück. Es geht auch um meine persönliche Reputation, aber das Amt steht über der Person. Deshalb die Entscheidung heute, die mir ungeheuer schwer gefallen ist. Für Niersbach ist es das Ende einer 27 Jahre langen DFB-Karriere. Im Jahre 1988 war der gelernte Sportjournalist vom Sportinformationsdienst zum Deutschen Fußballbund gewechselt und hatte sich vom Pressechef bis zum Präsidenten hochgearbeitet. Alles fing 1988 bei der EM an. Es folgte der Aufstieg zum Mediendirektor. 2001 wurde der Düsseldorfer geschäftsführender Vizepräsident und arbeitete unter Franz Beckenbauer als Pressechef des OK der WM 2006. Es folgte der Posten als DFB-Generalsekretär und im März 2012 schließlich die Wahl zum DFB-Präsidenten. Ich denke, es ist auch für mich ein Vorteil, dass ich die DFB-Zentrale wirklich von der Telefonistin bis zur Kleiderkammer und zur Marketingdirektion, dass ich jeden Einzelnen persönlich auch kenne. Mit großen Vorschusslorbeeren startete er, damals auch von seinem Vorgänger und heutigen Intimfeind Theo Zwanziger. Das, was DFB heute ist, das kann man bewerten. Der eine sitzt kritisch, der andere sitzt positiv. Das ist ja auch schon lange mit sein Verdienst. Seit 2013 sitzt Niersbach in der UEFA-Exekutive, von 2015 an auch in der Exekutive der FIFA. Diese Posten soll er trotz DFB-Krise vorerst weiter bekleiden. Doch im Deutschen Fußballbund ist Niersbachs Karriere vorbei. Am Ende wurde das Sommermärchen 2006 für Niersbach zum Verhängnis und zu seinem ganz persönlichen Schauermärchen.